Hallo, heute öffne ich für euch eine super tolle Festplatte, die wir gekauft haben, um Fotos etc. zu speichern, lange Sicht und da alles drauf zu kopieren. Sie ist von Western Digital WD und ist die Version My Passport Ultra, also nicht die teuerste, aber auch nicht die allerbilligste von Western Digital. Kleinhandlich mit USB 3.0 und verfügt über eine Speicherkapazität von unglaublichem 1 Terabyte. Liebevoll verpackt. Hier in der Verpackung steht bis auf die Dropbox-Service etc. nichts weiter drauf. Nein, das stimmt nicht ganz. Da steht noch drauf, sehr wichtig. Wo ist er? Hier die Sticker, die unterscheiden sich bei verschiedenen, je nachdem wo man es einkauft. 3 Jahre Herstellergarantie. Das ist praktisch, wenn die Festplatte irgendwann mal abkackt und stirbt, bekommt man ohne zu murren von Western Digital eine neue. Hier eine kleine Anleitung, ziemlich simpel, wortlos und mit ganz vielen Worten und irgendwie erklärt, an Computer oder also PC oder Mac anschließen und funktioniert wunderbar. Für Mac muss sie bestimmt noch formatiert werden in irgendein Extended Journal, keine Ahnung was Format, und funktioniert immer ohne Probleme, egal was der Hersteller sagt. Hat eine tolle Plastikfolie, die gar nichts bringt. Eine kleine, schicke, rote, sehr dünne Festplatte mit guten Lesegeschwindigkeiten, was ich im Internet gesehen habe. Einem USB 3.0 Stecker, wobei dieses dünne, komische Ende in die Festplatte kommt. Und das andere in jeden USB Stecker. Und hat sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und ist stromversorgt, nur damit über den Rechner. Demnach sehr praktisch, handlich und recht stabil. Hinfallen sollte es nicht. Aber wer schmeißt Festplatten heutzutage denn schon hin? Gekostet hat es, glaube ich, für den Terabyte ungefähr 60 Euro, was ein okay Preis ist. Und das war's schon. Auf Wiedersehen.